Hallöchen und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Let's Play. So, jetzt wird der Ton ein bisschen lauter machen. Ein bisschen leise, oder? So, ich habe vor ein paar Tagen ein Angezockt gebracht zu diesem Spiel. Plants vs. Zombies Heroes. Und es fehlt ein minimales Stückchen jetzt vom Anfang. Aber ich musste erst alles konfigurieren und einstellen. Deswegen, falls ihr den Anfangspart, das ist wirklich nur ein minimales Stückchen sehen wollt, dann klickt ihr einfach unten in der Videobeschreibung, da habe ich euch das angezockt verlinkt, da haben wir das schon mal angespielt. Aber euch fehlt im Endeffekt nichts. Wir steigen jetzt sofort ein hier im Tutorial. Denn viele von euch haben sich gewünscht, Julia, mach doch bitte ein Let's Play to Plants vs. Zombies Heroes. Und auch nachdem ich das angezockt gemacht habe, haben sich das ganz viele Leute gewünscht. Viele haben auch das angezockt leider gar nicht gesehen und schreiben so, hey, hast du schon gesehen, Plants vs. Zombies Heroes, mach doch was davon. Ich denke, hey, es gibt doch schon angezockt. Es gibt ein angezockt. Und ja, wir machen natürlich ein Let's Play draus. Keine Frage. Ich meine, Plants vs. Zombies, hallo, mein Kanal geht über vor Plants vs. Zombies. Da muss Heroes auch sein. Wir haben Plants vs. Zombies 1, Plants vs. Zombies Garden Warfare 1, Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, Plants vs. Zombies 2, Plants vs. Zombies 2 asiatische Edition und Plants vs. Zombies Pinball. Und jetzt aber Plants vs. Zombies Heroes. Perfekt, muss sein. Okay, hallo Nachbar, ich bin Deppy Dave, aber du kannst mich Deppy Dave nennen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Die Zombies kommen. Okay. Plants vs. Zombies Heroes ist ein Kartenspiel, könnte man sagen. Manche vergleichen es mit Hearthstone. Naja, weiß nicht, ob man das so vergleichen kann. Bereite deine Verteidigung vor. Ziehe eine Pflanze auf den Rasen. Ich könnte jetzt natürlich da weitermachen, wo wir in Angezockt aufgehört haben. Aber ganz ehrlich, finde ich jetzt nicht so gut. Uns fehlt zwar jetzt das Intro ganz am Anfang, aber das ist, glaube ich, nur irgendwie kurz ein Bild. Oder so. Das ist einfach nur kurz Dr. Zombos, der sagt, hey, es passiert was. Das ist alles. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Klickt da kurz drauf, da könnt ihr euch das Intro kurz angucken. Gut. Wir sollen eine Pflanze auf den Rasen ziehen. Bitte schön. Und dann da drauf klicken, weil er... Die Kraft dieses Zombies beträgt 1. Er verursacht also einen Schaden. Ja. Die Gesundheit dieser Pflanze ist 1. Sie wird nach einem Schaden zerstört. Ja. Patsch. Oh, aber die Pflanze wehrt sich immer noch. Patsch. Tot. So, jetzt haben wir alle zwei Hirne, zwei Sonnen. Ich habe im Übrigen in den Angezockt nicht viel von dem Spiel angespielt. Um Pflanzen auszuspielen, brauchst du Sonnen. Du kannst bei diesem Zug zwei Sonnen verwenden. Okay. Machen wir. Patsch. Kämpfe. Patsch. Boing. Patsch. Ich muss es nicht vertonen, das ist eh vertont. Ihr müsst mal auf die Animationen achten. Ich finde das unheimlich gut gemacht. Die Animationen und auch die Soundeffekte sind genial. Bringt die Deko in Sicherheit. Dr. Zombos führt etwas im Schilde. Etwas Großes. Es ist das Zombot Heldotron 5000. Das verwandelt Zombies in Helden. Donut Push. Oh, why? Das Heldotron hat eine Fehlfunktion, gerade jetzt, wo die Schlacht wirklich losgeht. Zum Fortfahren irgendwo tippen. Okay. Jetzt haben wir plötzlich irgendwie Zombiehelden und Pflanzenhelden. Okay. Besiege den Zombiehelden. Bringe seine Gesundheit auf 0. Holla. Es ist grüner Schatten. Sie wird dir helfen, Super Brains zu besiegen. Nutze die Superkraft des grünen Schattens in der mittleren Reihe. 5er Schadenangriff in der Mittelreihe. Quatsch. Okay. Und jetzt können wir eine Pflanze pflanzen. Okay. Quatsch. Greif für Super Brains weiter im beliebigen Reit an, um zu gewinnen. Okay. Der Wachstumspilz hat eine Spezialfähigkeit zum Anzeigen antippen. Jetzt müssen erst die Zombies dran. Okay. Eine andere Pflanze hat 2 plus 2. Okay. Ja, das hat die jetzt bekommen. Okay. Dann tickt das halt hier so durch, ne? Es geht halt immer von Lane zu Lane, die als nächstes angreifen darf. Der hat nichts Besonderes, ist halt nur verdammt stark. Okay, passt. Setz mal ein.
Quatsch. Ich finde das, es ist ziemlich gut gemacht, finde ich, das Spiel. Von der Optik und von allem her. Nur wenn man sich die Kommentare durchliest, beschweren sich viele Leute und sagen so, das ist kein Pflanzen gegen Zombies und es ist halt ein anderes Pflanzen gegen Zombies. Ich finde es irgendwie schon ganz cool, auch mal was anderes zu haben. Es muss ja nicht immer das Gleiche sein. Und man muss es ja nicht gut finden. Genau. Düngen ist ein Trick. Spiel ihn aus für einen Spezialeffekt. Gut. Bei Treffer erschafft einen Matrosen. Na super. Warte, was genau muss der denn treffen? Wichtschleuderer, was? Wichtschleudernder Gargantua. Bei Treffer erschaffe einen Matrosen. Amphibisch. Basis häufig. Erfolgreicher als der Gargantua schleudernde Wicht. Wow. Gargantua schleudernder Wicht, wirklich. Wäre aber witzig gewesen. Jetzt für das und wir verstärken die da, weil auf der Lane ist nämlich keiner. Und weil ich es kann, verstärke ich nochmal. Dann bombt man den nämlich jetzt diese Runde weg. Batsch. Also, müsst das Tutorial schnell hinter uns bringen, damit wir weiter sind, als wir es angezockt waren. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, an mancher Stelle ist es zu laut. Es wird immer. Ich muss erstmal gucken, wie ich das einpegle. Ich will halt nicht, dass es zwischendurch plötzlich wieder zu leise ist. Okay, Packs zum Einsammeln antippen. Okay. Ich muss dazu sagen, mit Bluestacks hatte ich Probleme. Es ist mir abgestürzt ohne Ende. Mit Memo hatte ich das Problem. Ich hatte teilweise rosafarbene Bildschirme. Toll, ne? Also, das Spiel selber war rosa und man konnte nichts anklicken, weil man nichts mehr gesehen hat. Bis Isa jetzt hochgeladen hat, dass sie jetzt endlich keine Lags mehr hat. Sie hat es halt wohl scheinbar auf einem Gerät gespielt und vom Gerät runter gecaptured. Das mache ich ja nicht. Ich mache ja schon von Anfang an die auf Emulatoren. Ich habe nämlich gehört, auf Handys soll es echt teilweise und auch Tablets soll es echt Probleme mit der Leistung geben. Auf meinem Handy ist es noch nicht mal verfügbar. Ich kann die APK installieren und kann es über die APK benutzen, aber im Google Play Store ist es nicht. Super. Top, EA. Habt ihr gut gemacht. Aber sie hat LeapDroid empfohlen und den habe ich jetzt verwendet und es funktioniert super. Bis jetzt zumindest. Basis. Häufig. Okay. Das sind die, die wir bekommen haben. Die sammeln wir ein. Okay. Das zum Beispiel war dann plötzlich rosa bei Memo. Dies ist dein Deck. Stelle hier dein Team aus Zombiejägern zusammen. Füge deine neuen Pflanzenkarten hinzu. Dann wird es absolut super. Genau. Und dann hatte ich das hier, hatte ich alles gesehen. Aber das hier war alles rosa. Das war ziemlich nervig. Okay, wir fügen die hinzu. Wir fügen die hinzu. Fügen die hinzu. Sehr schön. Perfekto! Jetzt bring das Deck zum Einsatz und halte Superbrains auf. Okay. Die Geräusche sind so schön gemacht. Das finde ich toll. Du startest jedes Spiel mit einer Superkraft. Durch Superblöcke kannst du mehr nutzen. Okay. Das ist die Superkraft. 5er Schadenangriff in der Mittelreihe. Ja, das wissen wir. Dann sind wir leider auch schon fertig. Wenn ein Held getroffen wird, lädt sich die Superblockanzeige auf. Bei jedem Treffer werden zufallsbasiert 1, 2 oder 3 Abschnitte gefüllt. Ist die Anzeige voll, blockt dein Held den Treffer und erhält eine Superkraft. Du bekommst 3 Superblöcke pro Spiel. Mhm. Okay, da sind wir schon getroffen worden. Das hat uns gleich 3 aufgehoben. Das ist per se ja gut, weil je schneller das voll wird, umso schneller kriegen wir die Super. Das ist euer Ernst? Gleich am Anfang so viele Zombies? Das ist so toll. Oh, 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 oh. Das ist so schön vertont. Hübscher Superblock. Du hast den Angriff abgewehrt und erhältst eine Superkraft gratis. Eine Pflanze erhält plus 2. Oh, nice, dann stirbt die nicht. Das ist halt eine zufällige Superkraft. Dementsprechend kann auch das Tutorial immer ein bisschen anders ausfallen. Jetzt haben wir 3. Okay. Dieser Zombie versteckt sich unter einem Grabstein. Was es wohl für einer ist? Kann man das irgendwie... Nee, man kann überhaupt nichts davon sehen. Schade. Na gut. Grabstein. Ziehe bei verursachten Schaden eine Karte. Das ist also der Zombie, der rausgekommen ist. Okay. Ja, da hat er so eine Karte gezogen. Gut.
Ein Sonderholz, ist gut. Platziere das Zunderholz oberhalb von Duplinator, um ihn zu schützen und zu stärken. Entschuldigung. Platziere das Zunderholz oberhalb von Duplinator, um ihn zu schützen und zu stärken. Eine mächtige Kombi ist das. Ja, den muss ich schon anders sprechen. Hallo? Das ist immerhin der Deppi. Der hat 3 Leben. Aber er hat nur noch 10. Ach komm, auf alle Vollen. Wir gehen auf die Vollen. Wir machen ihm einfach schon mal so viel Schaden, wie es geht. Nein, der Block da ist. Stimmt ja. Zieh 2 Karten. Okay. Oh wehe, der kriegt jetzt voll die OP-Karten oder so. Oh. Ein zufälliger Zombie wird zurückgespielt. Oder wird zurückspielen. Ja. Oh, nice. Dann haben wir ihn jetzt. Wuhu. Na, wunderbar. Haha. Genatzt. Kaboom. Sehr schön. Sieg für die Pflanzen. Wupp, wupp. Okay, Packs zum Einsammeln antippen. Ja. Ich bin nur so schlecht im Deck bauen. Da war ich noch nie gut. Okay. Gut. Das ist Standard, dass man die am Anfang bekommt. Da kann man noch kein Glück oder so haben. Die kriegt man halt einfach so. Füge diese Karten zu deinem Deck hinzu. Ja. Die da. Die da. Und die da. Sieht gut aus. Zurück in den Garten. Natürlich für die, die das angezockt gesehen haben, natürlich jetzt langweilig, dass ich den Anfang nochmal spiele. Aber es soll halt ein Let's Play sein. Und da fange ich dann lieber doch nochmal von Anfang an an. Sonst hätte ich das angezockt halt in die Playlist direkt am Anfang gepackt. Aber wir machen es lieber so. Super Brains hat seine Hirne nicht ausgegeben. Bestimmt führt er Tricks im Schilde. Okay. Eieiei, Zombies können Tricks ausspielen, wenn die Pflanzen fertig sind. Das ist voll fies, dass sie das können. Verursacht 2 Schaden an einer... Ich hasse es, wenn das passiert. Das ist gemein. Die Zombies sind zuerst dran. Dann spielen die Pflanzenkarten. Die Zombies erhalten auch Gelegenheit, Tricks zu spielen. Was heißt hier auch? Und Zeit zu kämpfen. Was heißt hier auch die Gelegenheit? Das Dach sieht nützlich aus. Und hey, hier gibt es Wasser. Okay, das Cola-Pult wird auf Anhöhen größer. Probier es dort aus. Ist aber jetzt nicht größer geworden, nur stärker. Ziehe 2 Karten. Na, mach das mal. Amphibisch. Katzenschwanz ist amphibisch. Probiere sie in der Wasserreihe aus. Wie haben wir die vermisst in Plants vs. Zombies 2? Das bringt halt nur, dass man sie halt hier pflanzen kann. Das ist der einzige Unterschied. Andere Pflanzen, die nicht amphibisch sind, kann man hier nicht pflanzen. Sonst gibt es hier nichts. Sonst ändert sich nichts. Okay, wir haben 4 Punkte. Dann würde ich sagen, wir verstärken diese Pflanze so. Wir verstärken diese Pflanze so. Und dann legen wir los. Grabstein! Okay, er hat wieder diesen Zombies, der bei Treffer Schaden verursacht. Der bei Treffer Karten ziehen darf. Zunderholz, das bringt mir nur leider gerade nicht viel. Sollen wir auf die Vollen gehen? Ich würde sagen, wir gehen auf die Vollen. Und lassen unsere Reihen offen. Ach, come on, du bist ein Fiesling. Das ist gemein. Ja, das hat jetzt geblockt. Verlege einen Zombie. Oh, oh. Na gut, das kann mir egal sein. Das war mir wurscht. 5 Angriffe in der Mittelreihe. Oh, nice. Da ist er jetzt verratzt. Wuhu. Nice. Kaboom.
Sieg für die Pflanzen. Wunderbar. Packst du mal einen Sammelantipp in? Okay. Dann nehmen wir die mal mit. Ist so eine Schneepflanze, die Eispflanze und den Triple Shooter. Okay. Dann... hey, schau, mehr Karten. Ja, fügen wir hinzu. Was macht die eigentlich? Ach, wir können uns das, was sie machen, anschauen, wenn wir sie ausspielen. Dein Deck ist voll, aber wir können es noch verbessern. Nimm ein paar alte Karten raus und pack neue dazu. Und wir sollen halt die da rauspacken. Und dafür die da reinpacken. Okay. Klasse, sammle mehr Karten und baue super coole Decks. Ja. Als das Heldotron explotonierte, verwandelte die Druckwelle seltene Pflanzen und Zombies auf der ganzen Welt in Helden. Nicht los, der Affe. Ich muss sie finden. Das Rennen hat begonnen. Ich werde alle Zombie-Helden vereinen und dann meinen brillanten Plan enthüllen. Hier manisches Lachen einfügen, zum Fortfahren irgendwo tippen. Oder antippen. Ja, tatsächlich ist es so, wie schon viele gesagt haben, auch im Angezockt, das Spiel sah vor einer Weile noch anders aus. Das ist richtig, das hat sich ein bisschen verändert. Willkommen in der Kommandozentrale. Hier gibt es jede Menge super wichtiges Zeugs. Tipp zum Beispiel erstmal da hinten drauf, um dir die coolen Aufträge anzusehen, die du erhalten hast. Ja, wirklich jede Menge spannende Aufträge. Schließe sie ab und verdiene verrückt. Belohnungen. Und siehst du dieses Heldenauftrag-Tab-Dingsbums? Mit diesen Aufträgen wirst du deine Helden besser kennenlernen. Sieh dich um und kehre dann zur Kommandozentrale zurück. Deine erste Mission kann beginnen. Okay, wir sollen spielen, um neuen Pflanzenhelden freischalten, zu schalten. Eine Runde. Und einen Helden, was und ein Spiel mit einem Pflanzenhelden gewinnen. Um 100 Dias zu kriegen und dann kriegen wir eine neue Mission. Und hier haben wir halt grüner Schatten. Unterstütze grüner Schatten mit einer Entourage von Erbsen. Baller dir den Weg frei. Spiel die Superkraft von grüner Schatten Präzisionsschuss. Und von Superbrains? Hebe mit Superbrains ab und zeige dem Pflanzenhelden, wer oben und wer unten steht. Ein bewegender Moment. Spiele die Superkraft von Superbrains. Auf und davon. Okay. Gut. Tippe auf Pflanzenmissionen, um deinen ersten Auftrag zu starten. Mir ist auch in die Kommentare geschrieben worden, ob ich es dann nicht so machen könnte, dass ich immer abwechselnd Pflanzen und Zombies pro Folge spiele. Das ist eine Idee, das können wir eventuell machen. Unendlichkeitswilder Ritt. Ach du Heiliger. Ja. Hero Bezier Squad. Eingehende Nachricht von Debbie Dave betreff Unendlichkeit. Verstaub besser die Gartendeko. Es sind Wichte im Anmarsch. Unendlichkeit will im Haifischbiss-Freizeitpark einreiten. Ich fand es schade, dass man das Cover nur so kurz gesehen hat. Das sah so nice aus. Es ist so schön gemacht. Das habe ich nicht weggeklickt. Das ging von selbst weg. Halte ihn und seine Horde auf, bevor sie diesen schönen Park in einen untoten Rummel verwandeln. Okay. Grüner Schatten versus Unendlichkeit. Okay. Die Töne. Okay, was können wir spielen? Da, Unendlichkeit. Willst du ein Geheimnis erfahren? Jeder Held hat seine eigenen einzigartigen Kampfstil. Unendlichkeit, schick gern viele kleine Teamkameraden in die Schlacht um dich, die dich überwältigen. Okay, wir können diese Pflanze ausspielen. Wir klicken die mal an. Schneeglöckchen. 2 plus 2, wenn ein Zombie eingefroren wird. Bei ihrem Anblick gefriert Zombies das Grinsen im Gesicht. Die Texte müssen wir uns dann irgendwann dann in Ruhe durchlesen. Jetzt ist es erstmal wichtig, was sie tun. Die Texte müssen wir dann irgendwann dann in aller Ruhe machen. Mach, glaube ich, mal um 1 leise. So. Wir haben ja schon gelernt, dass... getroffene Zombies werden eingefroren. Okay. Und wenn sie jemand einfriert, kriegt sie mehr... Nee, die kriegt mehr Schaden, wenn jemand eingefroren wird. Oh, das ist cool. Dann ist das ja eine super Kombo. Ein Zombie versteckt sich in einem Grabstein. Ziehe eine Karte. Oh, das ist ja fies. Dafür kann er aber nicht angreifen. Das ist gut. Dünger oder Duplinator? Das ist die Frage.
Oder die da, die verstärkt. Wen verstärken wir? Wir verstärken sie. Ja, die nur einen Schaden gemacht hat. Das ist ganz gut, wenn die ein bisschen stärker wird. So, da ist der Zombie wieder. Quatsch. So, der ist eingefroren worden. Dadurch wird sie stärker. Es spielt also keine Rolle, ob der Zombie stirbt. Das ist gut. Damit kann man taktisch gut arbeiten. So. Ich würde einmal die hier verstärken, weil die kaum mehr Leben hat. Und wir haben ja nochmal einen. Das packen wir da drauf. Weil die generell nur ein Leben hat. Und damit haben wir jetzt schon mal eine starke Base. Das blockt er. Er schaffe zwei Unendlichkeitsklone. Oh oh. Der klont sich. Amphibisch. Ach so, die sind amphibisch. Ja gut, ist mir egal. Sehr gut. Wir können den da pflanzen. Der hat 5 Leben. Den müssen wir dann die nächste Runde verstärken. Falls es überhaupt eine nächste Runde gibt. Weil, mit Glück. Ah, das ist ja gemein gewesen. Guck mal. Die hat trotzdem den Zombie angegriffen, obwohl er down gewesen wäre. Das war jetzt ein bisschen blöd. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Und wir bekommen 15 Punkte. Okay, und 2 Quests haben wir abgeschlossen. Dafür haben wir 100 Dias gekriegt. Okay, Auftrag erfüllt. Du hast einen neuen Helden. Jeder Held führt 2 verschiedene Pflanzenklassen in den Kampf. Zombie-Hauptquest freigeschalten. Spiele, um das Zombie-Hauptquartier freizuschalten. Okay. An alle Helden. Du hast einen neuen Helden verdient. Wähle einen aus. Sonnenfackel. Anführer Blütenbumm-Sola. Oder Spudo. Anführer Blütenbumm-Schützer. Der macht lustige Geräusche. Wenn ihr Pixelmon geguckt habt, dann kennt ihr bitte. Perfekt, den nehmen wir. 20 neue Blütenbumm-Pflanzen freigeschalten. Oh, die sahen interessant aus. Oha. Hier kommt Spudo. Eine einfache, fleißige Kartoffel. Nun transformiert durch das Heldotron. Was reimt sich auf Spudo? Auf Au? Spidau! Ach, Spidau. Entschuldigung, das ist... Hier kommt Spidau. Okay, Spidau. Alles klar, wir haben Spidau freigeschalten. Okay, Sieg für Spidau. Dann kriegen wir 50 von diesen Dingern. Aha. Und spiele die Superkraft von Spidau. Kartoffelwurf. Okay. Tippe den Helden unten an, um zwischen Decks zu wechseln. Tippe auf den Bleistift, um deine Decks zu bearbeiten. Okay. Das sind die Karten, die wir haben. Okay. So. Krassomat! Edelsteine! Die Aufträge haben dich reich gemacht. Gehen wir shoppen! Okay. Hol dir starkes Zeugs mit Edelstein. Premium Packs enthalten das stärkste Zeug im ganzen Spiel. Du erhältst immer eine seltene oder bessere Karte, wenn du ein Premium Pack öffnest. Hier ist ein echtes Schätzchen für dich. Premium Pack. 6 Karten aus dem Premium Set. Mindestens ein seltener, super seltener, legendärer oder neuer Held. Okay. Premium. Ungewöhnlich. Premium, selten. Premium, super selten. Wir haben Süßkartoffel. Oh, die sind so süß. Effekt, verlege einen Zombie von einer anderen Reihe hierher. Liebt Einhörner und Regenbögen und Katzenvideos im Internet. Navibohne. Alle amphibischen Pflanzen erhalten plus 1. Hätte es fast geschafft in den Rang einer Armeebohne. Was hätte es fast in den Rang einer Armeebohne geschafft? So knapp. Das ist ein Zombie. Effekt auf Anhöhen plus 2. Sie hat sie alle bestiegen. Den Everest, den K2, dein Haus.
Giftmüllwicht. Radioaktives Leuchten, ja. Superkräfte, nein. Alle Wichte sind tödlich. Zerstöre jede hiervon getroffene Pflanze. Boah, das ist böse. Kraftpaket im Topf. Solange gehalten, plus 1, wenn eine Pflanze Kraft oder Gesundheit gewinnt. Warte mal, wenn ich eine Pflanze verstärke, dann wächst die in meinem Inventar? Sie lebt gerne im Topf. Das ist nicht für jede Pflanze etwas, aber sie fühlt sich darin zu Hause. Solange ich die in meinem Inventar auf einer Hand festhalte, wird die stärker, wenn ich was verstärke. Wow. Okay, da kann ich die Heldenpunkte für ausgeben. Für dich. Willkommenspack. Willkommen bei Plants vs. Zombies Heroes. Feier mit uns den weltweiten Start. 5 ungewöhnliche Pflanzen aus dem Premium-Set. Eine seltene. Mach mal auf. Das machen wir jetzt noch schnell. Okay. Die haben wir schon gehabt? Selten. Okay. Frosteroni einfrieren. Es ist nicht leicht, gleichzeitig heiß und kalt zu sein. Lauwarm wäre zur Abwechslung mal ganz schön. Navibohne haben wir schon. Super Salbei. Effekt ziehe eine Karte, wenn du diesen Zug mindestens 6 Sonnen verdient hast. Wow, kommt man überhaupt so weit? Seine Sporen verdiente er sich als Texter für Glückskekse. Vitamin Z, ein Zombie erhält 3 Plus auf alles. Die Impfwirkungen, Kopfschmerzen, verschwommene Sicht und Hungerattacken. Oh Gott, wie süß! Grabstein, Anti-Held. Plus 5, 4 Kraft gegen Helden. Wow. Zieh dich hin, aber da ist gerade einer direkt hinter dir. Magische Bohnen aussehen. Mische 4 magische Bohnenstangen in dein Deck, die eine Sonne kosten beim Ausspielen einer Karte. Die eine Sonne kosten und beim Ausspielen einer Karte bringen. Was bringen? Was bringen die beim Ausspielen einer Karte? Steht nicht da. Schade. Samsung Drachenbundle. Okay. 14 ungewöhnliche Karten aus dem Premium-Set. Oha. Wir müssen das jetzt doch schnell durchgehen. Es sind so viele neue Sachen dabei. Da ist ein Hut dabei. Selten. Oh, super selten. Oh, noch was? Nee, schade. Dann gehen wir die mal ganz kurz durch. Technisch gesehen bin ich ein Lebensmittel, keine Pflanze. Verursacht viel Schaden bei Zerstörung. Okay. Unglaublich heiß und elektrisch geladen. Macht ganz viel Aua. Verursacht 5 Schaden an einem Zombie. Die Anordnung ist mit Erdnuss, Butter und Rosinen am effektivsten. Es ist nicht leicht, gleichzeitig heiß und kalt zu sein. Ja, ja, ja. Rettungsradieschen. Eine andere Pflanze zurückspielen. Es erfindet das Radieschen neu. Wow. Zerstöre eine zufällige Pflanze. Warte mal, bis du Pianissimo siehst. Okay. Oh Gott, wie geil ist das denn? Bei Treffer dieses Känguru wird zurückspielen. Klar, es ist eine holprige Fahrt, aber besser als zu Fuß. Hast du schon mal die Beine von Wichten gesehen? Beam dich hoch. Damit kannst du dir der Aufmerksamkeit des Weltraumkadetten sicher sein. Erschaffe einen Weltraumzombie. Das ist ein Trick, okay. Du erhältst. Oh, 3 Hirn in diesem Zug. Wow. Plus zusätzlich eben die Tatsache, dass es ein Zombie ist. Verkauft nur 100% Biohirn. Mülleimer-Zombie? Hat er den nicht schon? Schön dunkel und ruhig hier. Er findet das entspannt, was keiner versteht. Okay. Wieso ein Eimer? Naja, bei der wirtschaftlichen Situation fragt sich ihr, wieso nicht? Gepanzert, okay. Der Pflanzenheld verliert... Oh, wow, 2 Sonnen verliert der Sonnenheld dadurch. Krass. An manchen Abenden geht die Sonne früher unter. Verlegung in eine an. Was? Verlegung in eine andere zufällige Reihe, wenn hier eine Pflanze gespielt wird? Frage, was war zuerst da? Huhn oder Ei? Antwort, der Zombie. Sehr gut. Besitze jede Ausgabe der Tiefsee-Nachrichten, hat aber selten Zeit, sie zu lesen. Besitzt jede. Gott, ich bin so schlecht im Lesen zurzeit.
Ein Zauberer war es, ein riesiger grüner Zombie-Zauberer. Alle Gargantuas landen mitten ins Schwarze. Lädt nicht die gegnerische Blockanzeige. Oh, das ist böse. So, super selten. Kannst du mich sehen, Kumpel? Okay, plus eins, wenn du eine andere Pflanze ausspielst. Sie wird immer stärker, je länger sie auf dem Feld ist. Ich bin ein Drache. Ich bin eine Pflanze. Ich bin ein Mysterium. Umgebungsschaden plus 3. Beim Angriff nehmen auch Zombies nebenan 3 Schaden. Oh, bitterböse. Bitterböse. Man kann die dann auch recyceln. Neue Pflanzen scheinbar bauen. Plus 1. Irgendwas ist noch plus 1. Ist hier aber nichts. Ich kaufe jetzt kein Set. Okay. Sei unser Held. Bewerte uns. Nicht jetzt. Ja, wunderbar. Wähle einen Namen. Ah, shit, das kann ich hier gerade nicht machen. Nein. Ah, der Emulator hat manchmal Probleme mit dem Tippen. Das muss ich erst noch lösen. Ich habe noch keinen Namen drin. Aber gut, das sollte nicht das Problem sein. Das mache ich dann nachher einfach noch schnell. Ich krieg das schon, dann schaue ich, dass ich das auf dem Tablet zum Laufen kriege. Ich müsste ja normalerweise schon einen Account haben. Ja. Kein Problem. Ich werde gucken wegen Namen. Und ja, genau. Ich werde versuchen, dass ich Julia Trin nehme. Wenn Julia Trin nicht gehen sollte, nehme ich The Julia Trin. Was hoffentlich dann geht. Ich schreibe es euch unten in die Videobeschreibung rein. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.